Also das ist eines meiner ersten Bilder mit magischen Zeichen. Ursprünglich ist es entstanden fast aus so einer Art Langeweile heraus. Ich habe einfach angefangen, war in einem sehr meditativen Zustand und weitergemacht, ohne zu denken. Einfach was raus wollte an Zeichen, nebeneinander gesetzt. Das fand ich dann sehr ästhetisch. Und das hat ein paar Tage gedauert, bis dieses Teil soweit fertig war. Also es ist eigentlich so die Initiation zum Thema magische Zeichen. Und zwischen diesem Werk und dem da liegen schätzungsweise 5 Jahre. Meine Zeichen haben sich weiterentwickelt. Ich habe begonnen, die Zeichen in vielen Schichten dann irgendwann mal übereinander zu malen. Das ist richtige Malerei jetzt hier. Und daraus ist eine komplexe Abstraktion entstanden, bunt, ästhetisch und auch natürlich deutlich größer. Aber es geht mir nicht allein um das Werk, ich verlange ja auch von meinen Betrachtern etwas. Mir ist es ja einfach wichtig, Bildbetrachtung auszuführen. Und ich habe dazu eine Bedienungsanleitung geschrieben, die heißt kontemplative Bildbetrachtung. Gehe zu dem Bild, das dich spontan anspricht. Wenn du dich fragst, was sehe ich, was bedeutet das, was will der Künstler damit sagen, lass die Frage vorüberziehen. Betrachte, wie deine Augen in Bewegung sind. Wenn dein Blick an einem Detail hängen bleibt, lass ihn wieder weiterziehen. Wenn deine Augen das Bild durchwandert haben, lass sie zur Ruhe kommen. Der Blick darf auch gerne mal etwas verschwimmen. Achte auf deine Atmung und deine Körperwahrnehmung. Lausche in dich hinein, während du das Bild betrachtest. Alles, was jetzt auftaucht, ist deine innere Wahrheit. Selbst das Nichts. Was jetzt geschieht, ist reine Kontemplation. Das heißt, es ist eine echte Meditation, die ich hier anbiete, mit diesen Bildern. Und die Serie heißt Bildrauschen. Von dieser Art der kontemplativen Bildbetrachtung war es für mich eigentlich ein völlig logischer Schritt, in das Thema Video einzusteigen. Und so habe ich angefangen, Bilder von mir quasi auf die Zeitschiene zu bringen. Mit langsamen meditativen Bewegungen. Sie sind meine ersten Videos entstanden. Das erste war dieses hier, war das Werk die Grundlage. Und hier habe ich noch nicht mal mit Bewegung gearbeitet, sondern ausschließlich mit Farbveränderung. Circa 20 Minuten lang. Und dazu improvisierte Klaviermusik. Für den Sita-Abend mit Rainer bin ich darauf gestoßen, auf ältere Werke von mir und habe diese in mehreren Layers in Bewegung versetzt, so ein bisschen passend zu dem meditativen Raum, der über die Sita-Musik aufgeht, also dieses Aufgehen, dieses Größerwerden, dieses Mehrwerden. Das habe ich versucht, in dem Video umzusetzen. Und das waren dann so Werke, das taucht zum Beispiel drin auf. Ja, und das Video ist ungefähr jetzt 30 Minuten lang. Und dann bin ich gespannt, wie das mit der Musik vom Rainer sich zusammenfügt. Denn er wird nicht zum Video spielen und ich habe das Video nicht zu seiner Musik komponiert. Das ist sozusagen ein freies Experiment, was wir da machen. Kurz zu der Aufführungspraxis, das ist langweilig. Nein, es geht nicht. Jetzt komme ich noch kurz zu der Aufführungspraxis und zu den Ragas. Da ist erst der A-Lam. Der wichtigste Ton ist dieses
Saar. Auf Saar ist das gestimmt. Das ist unser CIS, unser westliches CIS, bloß auf 440 Hertz, nee, auf 445. Das ist zwischen CIS und D, also ein bisschen höher als CIS. Das ist das klassische indische Saar. Das ist das Universelle, das Spirituelle, der tolle Ton. Das ganze Universum. Hier also nochmal. Das ist das Saar. Und nach dem Saar kommt es nie, der nächst tiefer wird. Und jetzt beim Anfang vom Raga wird es so gehen. Also ich stelle erst das Saar vor, vorstellen wir das. Darum geht's. Und dann nach diesem Rhythmus, nach diesem Puls, es wird ein bisschen schneller von alleine, kommt da. Also das erste heißt Ala, das zweite heißt Joa, das dritte heißt Jala. Jala heißt auf Arabisch ja schnell. Und der Jala hat dann so Abschlagmuster, so Verrückte, die man dann auch lernt. Also sowas zum Beispiel. Am Schluss, das ist immer das letzte Stück, das sind so 20 Minuten. Mein Lehrer hat immer gesagt, nach dem Ala ist der Raga vorbei. Das andere wird nur gespielt, damit die Leute sehen können, aha, der kann tatsächlich Sita spielen. Aber ich muss echt zugeben, diese Ragas, das ist schon was anderes. Also, das sind ja nur diese 7 Töne. Aber wenn man dann dieses ganze Teil so baut, wie man das so bauen soll nach den Regeln, dann ist das wieder so eine Persönlichkeit. Also man wird dann immer kleiner und man wird dann auch, wenn man technisch natürlich frei ist, das ist die Voraussetzung, zum Medium für diesen Sound. Also es, natürlich wäre es bei den Goldbeck-Variationen von Bach auch. Und da muss man eben auch auf sein Ego verzichten und nicht irgendwie so einen Wahnsinns-Virtuosen-Trip fahren, machen auch viele, sondern es geht um diese Ragas. Und das ist was ganz Besonderes. Also ich bin froh, dass ich das kennenlernen durfte. Und da es so viele verschiedene gibt, kann man sich nach Tages- und psychischer Gesamtverfassung seine Lieblingsragas raussuchen und am Anfang waren welche, die habe ich gehasst, aber jetzt finde ich die inzwischen die besten. Also ich muss sagen, für mich persönlich, ich spiele diese Mathematik-Ragas am liebsten. Ich spiele immer so und denke mir mal, hey, da siehst du richtig die Diagramme vor deinem geistigen Auge.